Liebe Geschwister, ich bin noch nicht passend gekleidet. Ich bin noch nicht passend gekleidet. Das hat einen Grund. Ich möchte ein spezielles Bittgebet von euch gesprochen bekommen und ich habe dieses neue Gewand extra für diesen Moment aufbewahrt. Ein noch nicht getragenes Gewand. Diejenigen, die einen guten Wegbegleiter haben, dieses kleine Buch darf man eigentlich nicht sagen, aber es ist von kleinem Format, aber von großartigem Inhalt, das Buch Hesnul Muslim, die Festung, die Burg des Muslims. Und die dieses Buch gut studiert haben, werden wissen, welches Bittgebet ich von euch nun geschenkt bekommen kann. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, zu solchen Gelegenheiten: Trage Neues, lebe ehrwürdig, preiswürdig und stirb als Märtyrer. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Trage Neues, lebe preiswürdig und stirb als Märtyrer. Dieses Bittgebet dürft ihr mir jetzt im Herzen sprechen. Was auch eine gute Gelegenheit ist, das Freitagsgebetsverhalten anzusprechen. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, man lagha wa takhatta riqab an-nasi kanat lahu dhuhran. Derjenige, der redet, der Unsinniges redet und der über die Nacken der Menschen steigt. Wenn man jetzt beispielsweise eine Lücke sieht, ja, und man kommt zu dieser Lücke über Lücken, alles in Ordnung. Aber sobald man über die Nacken der Leute steigt und damit Ablenkung verursacht, ja, dann ist das nicht möglich, diese Lücke zu besetzen, sondern das gebührt dann demjenigen, der dahinter sitzt. Und wer also Unsinniges geredet hat, der Prophet sagte dazu, sallallahu alaihi wasallam, oder der über die Nacken der Menschen gestiegen ist, für den ist es ein Dhuhr-Gebet. Der hat vom Freitagsgebet nicht die besondere Belohnung. Ja, vom Freitagsgebet zum Freitagsgebet werden die kleinen Sünden vergeben, etc. Wie wir vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam wissen, der hat nicht diese besondere Belohnung, sondern für ihn ist es lediglich ein gewöhnliches Mittagsgebet. Deswegen achten wir auf die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ. Ja? Wenn du den Imam predigen hörst, dann höre aufmerksam zu, bis er fertig ist. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Liebe Geschwister, das ist ein Lebensmotto. Das ist ein Lebensmotto. Der Prophet, er sprach das Bittgebet, trage Neues und lebe ehrwürdig, preiswürdig und stirb als Märtyrer. Das, liebe Geschwister, ist ein Lebensmotto. Übrigens sei angemerkt, dass Imam An-Nasa'i und Al-Bukhari diesen Hadith nicht anerkannt haben. Andere Hadith-Gelehrte, darunter Ibn Hibban und Al-Haythami, haben ihn als Sahih bewertet. Ibn Hajar hat ihn als Hassan bewertet. Dem ist auch Al-Albani gefolgt und der Großgelehrte im Hadith, Ahmed Shakir, hat ihn auch als Sahih bewertet. Kommen wir zur Erklärung. Wer Neues trägt, ja, wer Neues trägt, in der Regel ist er derjenige, der sich dies gekauft hat. Natürlich mag man auch gerne beschenkt werden. Wer Neues trägt, in der Regel ist er derjenige, der sich das selbst geleistet hat. Somit ist er reich. Und liebe Geschwister, jeder einzelne der 10 Prophetengefährten, die beim Namen das Paradies versprochen bekommen haben, jeder einzelne von ihnen war zumindest für einen langen Zeitraum in seinem Leben reich gewesen. Ja, das heißt, wir mögen ablegen diese falschen Vorstellungen, die sich über die Jahrhunderte eventuell eingeschlichen haben.
teilweise im Namen, also gerade im Namen des Religiösseins, dass Reichsein irgendwie damit einhergeht, nicht religiös zu sein. Ja, das können wir also abhaken als Irrtum. Und Kleidung, liebe Geschwister, möge nicht nur neu sein, sondern in der Regel auch schön. Und das ist das, was wir aus dem Koran entnehmen, wenn Allah Ta'ala im Koran sagt, in Surat Al-A'raf, in der 7. der Reihenfolge des Mushafs nach, Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. O ihr Menschen, o Kinder Adams, die Definition des Menschen, deshalb kann auch kein Mensch, egal was er an Schlimmem begeht, vom Menschsein ausgeschlossen werden. Das ist uns nicht möglich zu sagen und es so zu meinen, im Sinne von, er ist kein Mensch mehr, kein menschliches Wesen, und es in diesem Sinne zu meinen, wortwörtlich, das ist uns nicht möglich. Weil jeder Nachkomme Adams ein Mensch ist. Wir meinen damit, er verhält sich nicht menschenwürdig, etc. In diesem Sinne können wir das sagen, aber nicht im anderen Sinne. Und das hat uns vor viel Unrecht bewahrt, Alhamdulillah. Wir kennen Zivilisationen, die haben Menschen das Menschsein abgesprochen. Ja. In US-amerikanischen juristischen Texten beispielsweise galt der Sklave als 2/5 Mensch. Ja. O Kinder Adams, o Menschen, nehmt euren Schmuck, eure Schönheit zu jeder Gebetsstätte. Und die Korangelehrten haben auch mit Masjid in diesem Sinne gemeint oder verstanden, dass damit jedes Gebet ist, jedes Gebet auch gemeint ist. Also kommt zum Gebet mit eurem Schmuck, mit eurer Schönheit. Damit ist die Kleidung gemeint. Das heißt, die Kleidung soll auch schön sein, liebe Geschwister. Und esst und trinkt, aber seid nicht verschwenderisch, denn Allah liebt nicht die Verschwender. Ja? Also zieht euch schön an zu jedem Gebet. Wir beten 5-mal am Tag. Das heißt, wir sollten auch rund um die Uhr gut gekleidet sein. Ja, gerade das Fajr-Gebet wird manchmal vernachlässigt, man steht vielleicht auf, man hat vielleicht so seinen Schlafanzug und so weiter an, ja, aber nein, holt euch ein schönes Gewand, ja, für das Gebet im Allgemeinen und achtet im Speziellen drauf, weil morgens ist man vielleicht nicht ganz bei Kräften, auch vielleicht nicht ganz bei geistigen Kräften, achtet darauf, dass man insbesondere auch morgens ein schönes Gewand hat zum Gebet. Das ist, wie ihr seht, schnell gemacht. Aber seid nicht verschwenderisch. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, keiner wird das Paradies betreten, wenn er auch nur ein Atom, ja, ein Fünkchen an Hochmut in seinem Herzen hat. Und einige sagten zu ihm, o Gesandter Allahs, und sie beschrieben die Situation. Ja, jeder von uns mag gut gekleidet sein. Es ist in der Regel so, dass man gut gekleidet sein mag. Und dass er auch gute Schuhe hat, ja. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, darauf antwortend, Inna Allaha jamil yuhibbul jamal, al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Allah ist schön, Inna Allaha jamil, und er liebt die Schönheit, wa yuhibbul jamal. Aber Hochmut ist, dass man die Wahrheit leugnet, zurückweist und dass man die Menschen verachtet, dass man die Menschen geringschätzt. Das ist die Definition von Hochmut. Nicht, dass man ja, das gerne gut gekleidet ist. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, liebe Geschwister. Und es gab auch zur Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Menschen, die etwas schäbig gekleidet waren. Und der Prophet fragte nach einem dieser und sagte, besitzt du etwas? Und er sagte, ja, ich habe Besitz, sagt er, welchen Besitz hast du? Und er sagte, Kamele. Ja, und Kamele, wie wenn man heutzutage die Antwort bekommt, ja, ich habe mehrere Luxuslimousinen. Dann wusste der Prophet Muhammad zusammen, dass er materiell gesehen reich ist. Und so sprach er, فَلْتُرَى نِعْمَةُ اللَّهِ وَكَرَامَتُهُ عَلَيْكَ. So mögen die Gaben Allahs und seine Großzügigkeit an dir sichtbar sein. Also lauf nicht so schäbig rum. Ja, man soll auch sehen, dass du Besitz hast. Als Befehl vom Propheten Muhammad,
sallallahu alayhi wa sallam. Und deswegen, liebe Geschwister, reich sein, alhamdulillah. Schön gekleidet sein, alhamdulillah. Und übrigens, diese Schönheit, ja, inna allaha jamil yuhibbul jamal, Allah ist schön und Allah liebt die Schönheit. Ibn al-Qayyim, er nahm diese Worte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nicht in diesem jeweiligen Kontext der Kleidung, sondern er sagte, das ist ein allgemeiner Grundsatz. Ja, das heißt, die Wohnung soll schön sein, dein Auto soll schön sein, ja. Die Schönheit soll in deiner Schultasche soll Schönheit sein. Schönheit geht in der Regel mit Ordnung auch einher. Hab ein aufgeräumtes Zimmer, hab eine aufgeräumte Tasche, hab ein aufgeräumtes Mäppchen. Sei aufgeräumt, hab eine aufgeräumte Wohnung. Ja, weil wie kann Unordnung mit Schönheit einhergehen? Das ist auch ein Lebensmotto. Ja, Allah liebt die Schönheit. Versuche so viel wie möglich, da wo du Gestaltungsraum hast, Gestaltungsmöglichkeit, versuche Schönheit, für Schönheit zu sorgen, für Schönheit zu hinterlassen. Wir mögen die Voraussetzungen für Reichtum schaffen, liebe Geschwister. Ja, das ist etwas Gutes. Eine Voraussetzung, liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Und trage deiner Familie das Gebet auf und sei selbst darin ausdauernd. Wir mögen nicht Menschen, die uns etwas, oder wir können den Ratschlag nicht richtig aufnehmen von Menschen, die sich selber nicht an den Ratschlag halten. Deswegen trage deiner Familie das Gebet auf und sei selbst darin ausdauernd. Sei selbst ein Vorbild. Allah sagt, wir verlangen von euch keine Versorgung. Wir versorgen euch. Und das gute Ende ist für die Gottesfürchtigen. Diejenigen, die Taqwa haben. Und Ibn Kathir und viele andere Gelehrten haben diese Aya verstanden als Hinweis darauf, wenn du betest, bekommst du Versorgung von Allah Ta'ala. Wenn du betest, wirst du versorgt, und zwar materiell von Allah Ta'ala. Wir respektieren die Rechte unserer Nachbarn stets. FB AG 515. Ja, möge bitte rausfahren. FB AG 515. Das sind Voraussetzungsschaffungen in der spirituellen Welt. Ja? Natürlich gibt es auch noch weitere. Ja? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Wenn ihr wirklich Tawakkul hättet, würde Allah euch so versorgen, wie er die Vögel versorgt, die mit leerem Magen hinausfliegen und satt zurückkehren. Und das überlieferte wer? Omar. Möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein. Er hörte diese Worte vom Propheten Muhammad Sallam, er memorierte sie und er gab sie weiter. Und sie sind authentische Worte. Ich meine, dass Imam Muslim sie unter anderem dokumentierte, möglicherweise auch Bukhari zusammen. Ich habe die Quelle mir jetzt hier nicht notiert, aber es ist auch eine als authentisch bekannte Überlieferung. Auf Allah Ta'ala Vertrauen zu haben, seine Gebete zu machen und darin ausdauernd zu sein. Und hören wir Worte, eventuell ergänzende, eventuell korrigierende Worte Omars, ja, nicht die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam korrigierend, ist nicht möglich. Wer will den Propheten korrigieren? Sallallahu alaihi wasallam. Nur Allah Ta'ala, ja, und dies ist uns bekannt, die wenigen sehr guten Entscheidungen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo es noch eine Tick bessere gab. Nur Allah Ta'ala kann den Propheten korrigieren, sondern unser Verständnis korrigieren. Unser Verständnis korrigieren. Denn derselbe Omar, er sagte auch, radiallahu anhu, la yaq'udu ahadukum an talabir rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni faqad alimtum anna samaa la tumtiru dhahaban wa la fidda. Keiner von euch soll sich hinsetzen und von Allah Ta'ala Versorgung verlangen und sagt, oh Allah, bitte, ja, versorge mich, wo er doch weiß, dass der Himmel weder Gold noch Silber herabregnet.
Ja, Omar im Kontext, er forderte Leute auf, geht arbeiten. Er forderte Leute auf, geht arbeiten. Und als er unterwegs gewesen ist und eines Tages Jugendliche in der Moschee gesehen hat, zur Arbeitszeit, ja, zur Arbeitszeit, sagt er, was macht ihr? Sagt er, ja, wir sind diejenigen, die vertrauen auf Allah. Ja, also im Sinne von, wir wissen, unsere Versorgung kommt schon zu uns. Der hat die rausgejagt, er sagt, geht arbeiten. Ja. Das heißt, wir machen unsere Hausaufgaben, und ich meine das wortwörtlich. Wir Muslime, wir machen unsere Hausaufgaben. Wir bekommen Hausaufgaben auf, wir machen Hausaufgaben. Wir haben die Möglichkeit, eine Extraaufgabe zu machen, wir machen die Extraaufgabe. Wir haben es nicht ganz verstanden, wir nehmen Nachhilfe. Wir haben Probleme mit dem Lernen im Allgemeinen, wir nehmen Lernhilfe. Wir haben Lerngruppen, wir haben Bücher zu Hause. Ja? Wir sind das Volk des Buches Allahs. Natürlich haben wir Bücher, ja? Natürlich haben wir Stifte. Allah Ta'ala schwört auf den Stift. Nun, wal qalam. Allah Ta'ala schwört auf den Stift. Wir sollen schöne Stifte haben. Das ist ein Symbol unserer Religiosität, einen schönen Kugelschreiber zu haben. Ja, mit dem wir dann auch unseren Ehevertrag unterschreiben. Und ja, das, was wir halt eben zu unterschreiben haben als gewöhnliche Menschen. Ja? Und unsere Hausaufgaben machen, unsere Klassenarbeiten und so weiter, unsere Prüfungsaufgaben schreiben. Ja, das gehört dazu, liebe Geschwister. Ilbis jadidan, wa'ish hamidan, wa'mut shahidan. Und auch im Kontext des Freitagsgebets, ja, dass wir das Jahr nicht falsch verstehen und den Freitag als Ruhetag erklären, wo wir nichts zu erledigen haben, beziehungsweise noch nicht mal etwas erledigen dürfen. Nein, Allah Ta'ala sagt im Koran, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Auf dass ihr erfolgreich sein möget, so endet die Aya. Was sind denn die Bausteine des Erfolgs? Und wenn das Freitagsgebet beendet ist, verbreitet euch im Land und sucht nach den Gaben, nach den Gnaden Allahs. Durch Arbeit. Ja, das Einkommen ist auch eine Gnade von Allah Ta'ala. Und gedenkt Allah Ta'alas häufig. Ja? Und das sind, liebe Geschwister, die Bausteine des Erfolgs. Ilbis jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan. Man kann es aber auch übertreiben mit dem sich neu kleiden. Ja? Man kann übertreiben mit, komm, wir gehen einkaufen und ja, wir sind dann im Konsumrausch. Ja. Wir haben dieses Gefühl, diesen Kick, nachdem wir etwas Neues angehabt haben, ja, und wie es sich anfühlt, wie es noch riecht. Ja. Dieser Geruch wird teilweise hergestellt, ja, für die jeweiligen Produkte, dass man das mit allen Sinnen miterlebt. Ja. Aber es gibt Grenzen. Einige von diesen Grenzen haben wir bereits angesprochen. Die Worte des Propheten Muhammad, dass wir weder die Wahrheit zu leugnen haben, noch Menschen zu verachten haben. Das Verschwendungsverbot, ja, was Allah Ta'ala im Koran وَلَا تُسْرِفُ festhielt. Und hier ein weiteres, ja, dass wir uns damit nicht übermäßig beschäftigen, dass wir nicht in den Rausch kommen, dass wir die Sache in der Hand haben, aber nicht im Herzen. Ja? Die Dunya können wir, wir können die ganze Dunya in der Hand haben. Omar sagte, ja, als er eines Tages den Platz gesehen hat, wo er damals Schafe gehütet hat, er sagte, damals wurde ich von meinem Vater gehauen und musste Schafe hüten und wurde, ja, habe ein hartes Leben gehabt. Und er sagte, jetzt steht nichts und niemand zwischen mir und Allah Ta'ala. Er regierte. Und es gab keine Person, die über ihm stand. Subhanallah. Aber ja, das heißt, wir mögen die Dunya in der Hand haben, wie Omar sie in der Hand hatte, aber nicht im Herzen. Und der Prophet sagte auch, sallallahu alaihi wasallam, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala schaut nicht auf eure äußeren Erscheinungsbilder. Also wir mögen nicht meinen, dass wir dadurch ins Paradies kommen. Ja, natürlich, in dem Kontext, den wir gerade behandelt haben, ist es eine gute Tat, gut gekleidet zu sein. Aber das ist nicht der Schlüssel ins Paradies. Er schaut nicht auf eure äußeren Erscheinungsbilder und auf euer Vermögen, sondern er schaut auf eure Herzen und auf eure Taten.
Schaut auf eure Herzen und auf eure Taten, wie Imam Muslim überlieferte. Wa'ish hamidan. Liebe Geschwister, Alhamd muss verstanden werden. Alhamd, wir sagen Alhamdulillah, ja, der Preis, das Lob sei Allah, bezieht sich auf Eigenschaften. Auf Eigenschaften. Deswegen sagen wir Alhamdulillah, weil wir die Eigenschaften Allah Ta'alas loben, lieben. Und mit dem Hamd geht auch immer Liebe und Respekt einher. Ja, wir können beispielsweise kriminelle Strategien, können wir loben im Sinne von Madh in der arabischen Sprache. Wir können sagen, ja, das war ein gut durchdachter Plan. Aber wir können ihn nicht preisen. Wir können keine Liebe dem gegenüber verspüren oder keinen Respekt der Kriminalität gegenüber zollen. Ja, aber wir können auf der Feststellungsebene sagen, diese kriminelle Energie, die war gut, gut organisiert, gut durchdacht. Aber wenn wir Allah Ta'ala preisen, dann nur mit Liebe und Respekt, nicht auf der Feststellungsebene. Und wir preisen ihn für Eigenschaften, nicht für einzelne Gaben. Das ist der Unterschied zwischen Schukr und Hamd. Wenn man dankt, dankt man für einzelne Taten. Aber wenn man preist, preist man die Eigenschaften. Und der Preis ist größer als der Dank, liebe Geschwister. Wir mögen also preiswürdig leben. Das heißt nicht ab und zu mal hier eine Tat machen, okay, Millionär spendet 10 Millionen Euro. Alhamdulillah, aber das ist nur eine Tat. Diese Person lebte nicht preiswürdig, wenn die einzige Tat, die sie getan hat, war 10 Millionen zu spenden. Und sei es das ganze Vermögen. Weil der Preis, das Lob, bezieht sich auf Eigenschaften, Charaktereigenschaften. Und Charaktereigenschaften, liebe Geschwister, lassen Taten vielfach hervorsprudeln. Wenn du die Eigenschaft wirklich hast, hast du mehrere Taten, die dies belegen. Wenn du nur ein oder zwei Taten hast, es mag ein Anflug von einem Gefühl gewesen sein, aber du hast noch nicht die Eigenschaft, die du dir vielleicht einbildest. Ilbis Jadidan. Ja? Man muss immer vorsichtig sein, dass man nicht Dinge überinterpretiert. Ja? Aber mir fiel etwas auf. Allah Ta'ala sagt im Koran, Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu at-taqwa dhalika khayr dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kinder Adams, o Menschen, wir haben euch Kleidung hinabgesandt, die eure Schamteile bedeckt. Auch schmückende und auch zum Schmuck, auch schmückende Kleidung. Doch die Kleidung der Taqwa ist besser. Ja? Hier wurde erwähnt, Libasu Taqwa. Das heißt, die Kleidung wurde auch im übertragenen Sinne verwandt, ja? Verwendet im Koran. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Jaddidu imanakum. Erfrischt, erneuert euren Iman. Denn er sagte, denn wahrlich der Iman, er trägt sich aus, wie das Gewand sich austrägt. Ja, wenn ich damit jetzt inshallah tausendmal gebetet habe, dann sieht es nicht mehr neu aus, es riecht nicht mehr neu. Ja? Und es hat sich ausgetragen, das Gewand. Das heißt, sowohl der Tajdid, ja, oder das Neusein ist in Bezug auf Materielles wie Immaterielles verwendet worden, als auch das Gewand. Deswegen vielleicht ein kleiner Hinweis, ja, Ilbis Jadidan, im Sinne von, erneuere auch deine Taqwa, die du auf dir hast. Dein Gewand der Taqwa, erneuere es auch stetig. Wa'ish hamidan, wie können wir des Preises würdig leben? Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman taqallabu fihi alqulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Männer wie auch Frauen,
die weder durch Handel noch durch Verkauf vom Gedenken an Allah abgelenkt werden. Sei in der Dunya, hab die Dunya in der Hand, aber lass dich nicht ablenken vom Gedenken Allahs. Sowie nicht vom ordnungsgemäßen Verrichten des rituellen Gebets und nicht vom Entrichten der Zakat. Sie fürchten einen Tag, an dem die Herzen und die Blicke sich ständig wenden werden. Allah wird ihnen gewiss vergelten, Besseres als das, was sie handelten. Auch eine mögliche Bedeutung, wird sie nach dem Besten ihrer Taten bewerten. Das heißt, nur die allerbesten Taten werden überhaupt zur Bewertung, werden überhaupt bewertet. Alles andere, also auch die guten Taten, werden gar nicht erst bewertet. Damit der Durchschnitt erhöht wird dadurch. Ja? Wenn man quasi nur die Einsen vom Zeugnis nimmt und sagt, alles andere streichen wir, hat man einen Durchschnitt von 1,0. Ja, und auch das ist eine mögliche Bedeutung dieser Koran-Passage. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. Das kann man auch so verstehen. Und er wird ihnen noch mehr von seiner Gnade geben. Und Allah gewährt Rizq, wem er will, ohne Berechnung. وَعِشْ حَمِيدًا. Dass wir des Preises würdig, der Ehre würdig leben. Wir müssen uns fragen, ja? إِلْبِسْ جَدِيدًا. Wir dürfen das Materielle genießen. Aber Aish Hamidan, manchmal hält uns nämlich Ilbis Jadidan davon ab, preiswürdig zu leben. Manchmal sind wir mit Fitnessstudio und Einkaufen und schöne Kleidung und Pflege und Bügeln und Reinigung, ja, zeitlich und materiell so beschäftigt, dass wir davon abgehalten werden, des Preises würdig zu leben. Und deswegen ist das dieser mittlere Baustein ist eine Korrektur von möglichen falschen Umsätzen des ersten Bausteins. Ja, von Ilbis Jadidan, das kann ausarten, aber nein, wenn man den zweiten Ratschlag hört, dann nicht. Wa'ish Hamidan. Ja, weil wir lassen uns nicht ablenken. Ja, wir lassen uns nicht wegbringen, ja, durch die Dunya von unserem Kontakt zu Allah Ta'ala. Lass uns an dieser Stelle um Vergebung bitten. Allah Ta'ala ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومت شهيدا ومت شهيدا und stirb als Märtyrer. Liebe Geschwister, wir haben einige von uns etwas eine gewisse Panik gegenüber diesem Begriff entwickelt. Ja? Und stirb als Märtyrer, der Märtyrer, die Märtyrer im Islam. So eine kleine Panik, so eine kleine Unruhe. Ja? Aber es ist ganz normal, liebe Geschwister, jedes Volk hat seine Märtyrer. Es gibt kein Volk auf Erden, was nicht Märtyrer kennt. Und wenn ihr eine Station mit dem 30er-Bus oder mit der 12 oder mit der 18 von der Frankfurter Konstablerwache Richtung Norden fahrt, wo haltet ihr dann? Ihr haltet am Hessendenkmal. Wessen oder wem oder was gedenkt das Hessendenkmal? Gedenkt der hessischen Soldaten, die gegen die Franzosen gekämpft haben und dabei gefallen sind, gestorben sind, 1792. Ganz normal. Eine Station von der Konstalber Wache entfernt. Jedes Volk, liebe Geschwister, hat seine Märtyrer. Wenn du keine Märtyrer hast, du bist eigentlich volkslos. Ja, in welche Gemeinde gehörst du denn, wenn du keine Märtyrer anerkennst oder keine Märtyrer hast, zu denen du auch hochschauen kannst? Ja? Shahid, in der Mehrzahl Shuhada. Was bedeutet das eigentlich im Arabischen? Ja, welche sprachliche Bedeutung? Zum einen bedeutet es, überhaupt präsent zu sein. Du bist überhaupt da. Ja? Das heißt, derjenige, der nicht Shahid ist, im geringsten Sinne, der ist gar nicht da gewesen. Ja, der war nicht dabei gewesen. Ja? Shahida Yashadu bedeutet aber auch etwas sehen. Ja? Wird auch im Koran im Kontext des Wissens
verwendet, auch wenn man etwas nicht gesehen hat. وَشَهِدَ شَهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا. Ja, und das bezeugte ein Zeuge von ihrer Familie, dass Yusuf unschuldig ist. Ja, weil er sagte, wenn das Hemd von vorne zerrissen ist, dann war Yusuf der Übeltäter. Aber es war nicht von vorne zerrissen, es war von hinten zerrissen. Das heißt, die Frau wollte ihn verführen. Ja, und dies bezeugte jemand aus der Familie der Frau. Ja, also er wusste es. Er hat es nicht mit seinen Augen gesehen, er war kein Augenzeuge, aber er war ein Detektivzeuge. Er war ein Detektiv, ein Kenntnisreicher. Und in Bezug auf hiesige Situationen, du bist vielleicht irgendwo, wo jemand angegriffen wird. Ja? Manche Menschen sagen, oh, schnell weg hier, da wird gerade jemand verprügelt. Ja? Dann kannst du kein Shahid sein, im geringsten Sinne. Du hast nichts gesehen, du wolltest nichts sehen. Oder du wolltest nicht da sein überhaupt. Und dann manche Leute sind da, aber sie schauen weg. Das darf doch nicht wahr sein. Oder sind da, aber sehen, aber machen nichts. Ja? Deshalb der Shahid im allerersten Sinne, derjenige, der für Allah Ta'ala stirbt, er war da gewesen, er trug Verantwortung, er sah etwas und er änderte etwas zum Positiven. Und er starb dabei. Sterben müssen wir alle. Was ist daran der Schaden überhaupt? Ja? Sterben müssen wir alle. Lieber auf eine lobenswerte Art und Weise als auf eine weniger lobenswerte Weise oder auf eine einfach nur normale Weise. Ja? Sterben müssen wir alle. Und der beste Tod ist der Aufopferungstod. Und die anderen Wortbedeutungen von Shahid helfen einem dabei, sich aufopfern zu können. Du musst irgendwo überhaupt präsent sein, ja, um etwas sehen zu können. Und erst wenn du etwas siehst und dich damit konfrontierst, erst dann wirst du vielleicht diese Kraft, diese Energie, diese Hingabe entwickeln, zu sagen, so, jetzt setze ich mich ein. Ja? Und dies ist jetzt nicht lediglich beschränkt auf den Kontext, dass man seine Religion gegenüber einem militärischen Angriff verteidigt, liebe Geschwister. Denn der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, Imam An-Nasa'i und Abu Dawud haben das überliefert und es wurde auch von anderen Gelehrten als authentisch bewertet. Man qutila duna malihi fahuwa shahid. Wer stirbt, während er sein Vermögen verteidigt, er ist ein Märtyrer. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa shahid. Und wer stirbt, während er seine Familie verteidigt, er ist ein Märtyrer, ein Shahid. Wa man qutila duna dinihi, ja, fahuwa shahid. Und wer getötet wird in der Verteidigung seiner Religion, er ist ein Shahid. Ja, das, was wir kannten. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. Und derjenige, der um sein eigenes Leben kämpft, wenn er angegriffen wird, ja, und er stirbt dabei, er ist ein Shahid. Ja. Und die Gelehrten haben festgehalten, jeder, der ungerechterweise getötet wird, ja, der ist ein Shahid. Auch wenn er andere verteidigt. Ja. Wenn er Mitmenschen, Mitbürger verteidigt, Nachbarn verteidigt, unabhängig jetzt von deren Religionsangehörigkeit auch, ja. Er stellt sich gegen das Unrecht. Ja? Deine, weiß ich nicht, atheistische Nachbarin wird angegriffen, Handtaschenraub, und du versuchst, das zu verhindern und du stirbst dabei. Du bist Shahid. Ja? Du bist ein Shahid in dem Moment. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja? Eish Hamidan. Also Ilbis Jadidan, Wa'ish Hamidan, Wa'mut Shahidan. Ja, auch der letzte Baustein kann eine falsche Umsetzung von den ersten beiden korrigieren. Ja? Weil manche Menschen leben vielleicht so des Preises würdig. Vielleicht tun sie so viel Gutes. Aber dann gibt es gewisse Momente, wo sie sagen, wenn ich mich jetzt einsetze für das Recht gegen das Unrecht, ja, dann geht ja mein Leben zu Ende. Und ich lebe ja so des Preises würdig, lieber lebe ich länger. Aber das Problem ist, das lädt Aggressoren ein. Das lädt Aggressoren ein. Die sagen, okay, die Menschen sind sowieso feige. Ja, es gibt Menschen, die haben gewisse Positionen vielleicht in der Gesellschaft inne, die tun auch bestimmt sehr viel Gutes. Aber sie schweigen nicht zum Unrecht.
Sie schweigen nicht zum Unrecht. Ja? Menschen, die vielleicht beispielsweise jetzt über, ich weiß nicht, der Name war, glaube ich, Frau Schreiber gewesen, die damals in der AfD auf Führungsebene aktiv war und jetzt ein Buch geschrieben hat über die AfD und was sie für Absichten hat, was sie alles gehört hat und miterlebt hat. Ja? Zum Beispiel, dass die alle Muslime eines Tages mal ausweisen wollen, aber darüber noch nicht öffentlich sprechen, weil jetzt auch nicht die Zeit dafür da ist. Ja? Sie hat, Alhamdulillah, diesen Mut gehabt und gesagt, Moment, ich habe zwar hier ein gutes Gehalt und Möglichkeit, politisch Karriere zu machen, aber das ist falsch. Was ist, wenn ich jetzt aussteige? Oh, ich verliere diese ganzen weltlichen Möglichkeiten. Ja? Und gleichzeitig erwartet mich Diffamierung und Gerichtsprozesse und was weiß ich. Aber Alhamdulillah, sie tat das. Wir brauchen solche Menschen. Wir müssen selber auch solche Menschen sein. Und wir sollen uns nicht fürchten zu sterben. Und übrigens, und das ist eine Gnade von Allah Ta'ala, nicht nur auf diese Art und Weise kann man in den Rang des Shahids erhoben werden. Es gibt auch noch geringere Stufen des Shahid-Seins, weil der Prophet sagte, und das ist auch authentisch überliefert worden, sallallahu alayhi wasallam, dass diejenigen, die an einer Seuche sterben, auch ja, Shuhada sind, oder die ertrinken, oder die verschüttet werden. Ja? Du bist Feuerwehrmann, ja? Und du denkst, oh, wer weiß, wann dieses Gebäude einkracht. Ja, komm, die drin sind, sind halt drin. Nein, geh rein und wenn du verschüttet wirst, ja, und du stirbst dabei, du bist Märtyrer. Ja? Im islamischen Sinne, ja, ihr versteht. Ja? Das heißt, diejenigen, die verschüttet werden, ja, die an einer Bauchkrankheit sterben, die verbrannt wurden, die eine Rippenfellentzündung oder eine Brustfellentzündung, das arabische Wort muss sich nachschlagen, sterben, die an einer Bauchkrankheit sterben, auch wenn ich mich das wiederhole, und Frauen, die in der Schwangerschaft sterben. Und Ibn Hajar, er hat gesagt, er ist der Hadith-Gelehrte. Ja? Übrigens, das ist ein Teamwork. Ich glaube, er hat 30 Jahre an diesem Buch mit 30 Menschen geschrieben. Also dieses Buch ist eigentlich auch von 30 Autoren, ja, und wurde über 30 Jahre verfasst. Fath al-Bari. Ja? Und er sagt, er hat über 20 verschiedene Todesarten aus guten Quellen sammeln können, die alle als Shahada dann gelten, als Märtyrertod. Also natürlich unter denjenigen, die sich gegen das Unrecht für das Recht eingesetzt haben. Ja? Und diese Hadithe haben auch einen Sinn, liebe Geschwister. Nämlich uns die Angst zu nehmen. Wie viele Menschen laufen rum, oh, ich habe Angst vor hier verschüttet zu werden, Angst vorm Ertrinken und Angst vor davon. Und dann, wir leben nicht preiswürdig, wenn wir Ängste haben. Und wir haben nicht wirkliches Vertrauen auf Allah Ta'ala, wenn wir diese Ängste haben. Deswegen ist Allah Ta'ala so gnädig gewesen, um uns diese Ängste zu nehmen. Und manchmal ist die Angst vor der Angst das Schlimmste. Wie viele Menschen haben Angst vor allen möglichen Dingen, aber alles Hirngespinst. Ja, und das quält das Leben. Deswegen ist Allah Ta'ala so gnädig und sagt, auch wenn ihr so und 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 so, 20 verschiedene Todesarten wurden erwähnt, ja, laut Ibn Hajar. Auch wenn ihr so sterbt, ihr sterbt als Märtyrer. Dann überlegen wir, ah ja, okay, ja, was der Märtyrer alles bekommt. Er kann für 70 Menschen Fürsprache einlegen, wie der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Und ihm wird im Moment seines Blutverlustes vergeben. Und er bekommt das Paradies. Und die Schrecken des Tag des Gerichts werden ihn nicht treffen. Und die Peinigung im Grab wird ihn nicht treffen. Und. Und er bekommt eine Krone aus Ehre aufgesetzt, wo ein Rubin wertvoller ist als die gesamte Dunya und alles, was auf ihr drauf ist. Alhamdulillah. Warum diese ganze Angst? Warum diese Feigheit? Warum diese fehlende Zivilcourage? Nein, wenn wir was Unrechtes sehen, ja, und wir können es ändern. Wir ändern das. Und wir lassen diese Ängste beiseite, weil das ist eine schöne Art, das ist die schönste Art zu sterben. Ja? Andere Gelehrte haben auch gesagt, dass der Tod dann eine Erleichterung sein wird. Ja? Vom Verständnis, also er wird von den Schrecken bewahrt. Manche haben gesagt, damit sind die Schrecken des Tag des Gerichts gemeint. Manche haben gesagt, nee, zum Zeitpunkt des Todes. Es ist bewusst offen gelassen. Ja, die Mehrdeutigkeiten, die, Entschuldigung, etwas Mehrdeutiges hat eine negative Konnotation. Ja? Also vielfältige Art und Weise verstanden werden kann, in den Texten des Korans und der Sunna des Propheten Muhammad, das ist alles eine Gnade und ergänzt sich und ja.
Ja, Alhamdulillah. Das war das, was ich mir von euch wünsche. Ja, vielleicht war ich etwas egoistisch. Seht es mir nach. Ja, sprecht für mich Ilbis Jadidan, Wa'ish Hamidan, Wa'mut Shahidan. Kauft euch vielleicht heute ein Unterhemd für den Winter. Ja, und sagt denen, die euch begleiten, sprecht mir bitte dieses Bittgebet. Und somit haben wir etwas von der Sunna umgesetzt.